Hallo ihr lieben Stiere, hier kommt eure Botschaft für das Kollektiv der Stiere und ich gucke mal, was ich euch mitteilen darf. Die erste Karte ist schon da und ihr habt hier die Ast des Denkens. Es geht bei euch um irgendeine neue Idee, eine neue Inspiration und für diese Idee ist es ganz wichtig für euch, dass ihr mit anderen kommuniziert, die auch an der Umsetzung beteiligt sind und ihr sollt euch von kleineren Herausforderungen oder Problemen nicht entmutigen lassen, weil es dabei lediglich um Kurskorrekturen geht, die einen bestimmten Plan perfektionieren oder auch optimieren. Ja, bei diesem Plan geht es wahrscheinlich drum oder bei dem, was hier neu auf dich zukommt, dass du dein Leben vereinfachst, dass du dich nicht verausgabst an vielen Dingen, sondern dass du dich fokussierst auf eben eins und auch zu teilen, um dass du einfach vital durch dein Leben gehen kannst. Also irgendwo wirst du irgendwas vereinfachen oder auch erleichtern. Dich damit auch vielleicht einer Schwierigkeit entledigen. Und wir haben für dich die Energie der Erde. Da geht es darum, dass die Erde eben eine Veränderung ihrer Energie durchlebt und du das irgendwie körperlich spürst oder fühlst. Und da bist du nicht alleine, das geht hier vielen, vielen anderen auch noch so. Damit verbunden ist eine Erhöhung, das hat mich jetzt schon in ganz vielen Legungen kam, diese Karte. Deine Vibration, ne? Irgendwas, was erstarrt ist, was so verkapselt ist, was dich nicht biegsam macht oder flexibel und was dich auch nicht verbunden sein lässt mit der anderen Welt. Es geht darum, dass sich das erhöhen soll oder verändern, sodass du einfach für dich selbst auch wieder durchlässiger bist. Moment. Ich habe für dich das Vergissmeinnicht. Hier geht es darum, dass du dir schöne Erinnerungen bewahren sollst, dass du ansammeln sollst, was du dann in die nächste Jahreszeit auch mitnehmen kannst. Und Abschied in Liebe nehmen darfst, in dem Wissen, dass nichts verloren geht, sondern dass alles sich nur verwandelt. Und unten haben wir noch die Mistel. Da geht es um die Wahrheit, also verschiedene Wahrnehmungen, die Wahrheit beinhalten. Jeder hat ja seine eigene Form von Wahrheit und es ist oft auch schwierig, andere Personen von deiner eigenen Wahrheit zu überzeugen. Hier ist es auch wichtig, dass ich dir sagen kann, dass alles möglich ist. Es ist nichts festgelegt oder in Stein gemeißelt. Und es geht bei dir auch darum, dass du deine eigene Wahrheit finden darfst. Hier vereinfache dein Leben. Hier geht es einen Gang runter, also du kommst zur Ruhe. Ja, die Vergangenheit und das Vergissmeinnicht doppelt etwas. Also vielleicht musst du auch speziell hier nochmal mit der Vergangenheit abschließen und eben in diesem Wissen weitermachen, dass nichts verloren geht, dass es eben nur ein transformierter Zustand ist. Bei dir geht es um die Wertvorstellungen oder deine Glaubenssätze oder auch natürlich um die Werte, die man im Leben an sich so hat. Was einem teuer ist, was einem wertvoll ist oder was auch materiell irgendwo mit einspielen könnte. So, was ist dir was wert? Eine Transformation steht an, eine Stagnation beendet sich. Etwas wird neu auf die Welt gebracht.
vielleicht auch was speziell mit der Vergangenheit zu tun hat, dass du da nochmal irgendwo einen Knopf dahinter machst. Das können hier Familienthemen sein. Vermute ich schwer bei dir oder auch da überall, wo du sagst, hier fühle ich mich nicht wohl, es geht um dein Wohlfühlen, es geht um den Frieden in dir. Der eine oder andere mag sich vielleicht berufen fühlen, irgendeine kurze Unternehmung, eine Reise anzutreten. Kann natürlich auch sein, dass du hier aus der Phase der Stagnation rauskommst, in eine Bewegung, in der du wieder expandierst, wo du mit dem Strom schwimmst, wo sich erstarrte Muster auch auflösen. Der Klee ist mit dabei, also das Alltagsglück, das kleine Glück. Achte auch auf die Momente, wo man Glück findet, vielleicht auch in Form einer Erinnerung. Ein Krafttier für die Stiere. Ich habe für euch den Geier oder den Kondor zusammen verbunden mit dem magischen Wissen, das dir jetzt zur Verfügung steht. Und es ist tatsächlich so, wir haben hier die Vergangenheit, die Erinnerungen, die Nostalgie. Und hier geht es mit dem Geier tatsächlich darum, dass die Vergangenheit bereinigt wird und das alte Leid ein Ende findet. Du wirst irgendwo Hilfe her erhalten, die auf deiner Ebene wichtig ist, und fesselnde Verbindungen werden sich lösen. Das haben wir hier mit dem Sarg, geschieht eine Transformation, wo du in die nächste Phase gehst, wo sich dir neue Türen öffnen. Und der Geier zeigt dir auch ganz speziell an, dass du auf dem richtigen Weg bist bei dem, was du machst. Ne? Jetzt haben wir wieder das Wort Wahrheit, hier nennt sich es Authentizität. Also das, was du für dich selber als nicht authentisch findest oder in vollkommener Übereinstimmung mit dir, gehört auch nicht zu dir. Also da darfst du bereinigen. Es gibt viele Fesseln, Anhaftungen, Bündnisse, Schwüre, Versprechen, Muster und Verhaltensweisen, die man sich einmal irgendwo erschaffen oder geschaffen hat, weil sie zu der Zeit, als man das tat, mit deinem Plan in Einklang waren. Das können auch Dinge sein, die andere von dir erwarten, obwohl du sie nicht fühlst. Also eine Erwartung der anderen zu erfüllen, zum Beispiel. Jedenfalls sagt dir der Geier, dass du jetzt an einer Aufwärtsspirale in deinem Leben bist. Und dass schwere Belastungen hinter dir bleiben. Und irgendwie sollst du auch darauf gucken, wenn in deinem Leben irgendetwas hartnäckig an dir haftet, so sei einfach bereit, es höheren Kräften zu überlassen, damit du da mehr abgeben kannst. Oder du da auch irgendwie Führung herkriegst. Mit dem Geier kriegst du auch die Erlaubnis zur Wandlung und Auflösung, die jetzt dazu benötigt werden, eben alte Sachen, alte Leiden auf eine andere Weise ins Leben zu manifestieren. Dafür musst du ein bisschen noch mehr die Bereitschaft haben, tatsächlich gehen zu lassen in diesem Wissen, dass sich alles nur verwandelt und auch nichts verloren ist auf deinem Weg. So. Ich weiß jetzt gar nicht, ob ich es schon gesagt habe, aber das wäre halt auch so irgendwie eine kleine Unternehmung, die dir in den nächsten Zeiten bevorsteht. Es kann ein Wochenendtrip sein, eine kleine Reise, irgendwas, was dich beglückt. Und bei dir ist noch der Engel des Vertrauens, der dir sagt, vertraue darauf, dass sich alle Hindernisse auflösen können. Das ist tatsächlich eine große Transformation, die dir Vereinfachung ins Leben bringt. Und mehr Harmonie.
Ein Traum kann sich bei dir verwirklichen, kann vielleicht sogar mit einer Reise zu tun haben für die einen oder anderen. Ich gebe jetzt halt eben alle Eventualitäten mit. Okay. Guck mal, vielleicht mag dir dieses, was sich transformiert, wie ein großer Berg vorkommen. Und dir wird hier gesagt, mach einfach einen Schritt nach dem anderen. Sieh nicht diesen ganzen Berg, denn viele kleine Schritte lassen große Träume wahr werden. Und hier hast du den Traum, der sich verwirklicht. Hier haben wir ja mit dem Klee auch das kleinere Spektrum. Also eine wunderbare Legung für dich, lieber Stier. Ich drück euch. Bis bald.